Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grill Barbecue. Heute gibt es einen Straußensteak, so sieht der Roh aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie man das zubereitet und wie der nachher aussieht, dann bleibt dran. Viel Spaß dabei. Ja, als Zutaten brauchen wir ja nicht viel. Wir brauchen als allererstes Steakpfeffer, also beziehungsweise mein Klaus Grillpfeffer. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr die nachmischen, kaufen oder ja, euer nehmen. Findet ihr halt hier drunter. Dann haben wir hier einen wunderschönen Straußensteak, so ungefähr 1,3 Kilogramm. Dann haben wir hier einen Kerntemperaturthermometer und wie immer, wenn wir grillen, scharfe Messer und ein Brett. Jetzt portionieren wir uns als allererstes mal hier so ein schönes Stück, ein paar schöne Steaks runter. Und zwar nehmen die jetzt so, wie sie sind. Weil wenn man reinguckt, so ein Strauß hat natürlich Marmorierung gleich null. Also ein sehr magerer Vogel. Wird es für den Geschmack nicht so unbedingt toll, aber für die Gesundheit. Den Rost habe ich jetzt ordentlich aufgeheizt und eingefettet. Und jetzt legen wir unsere Straußensteaks auf. Und werden die nach der bekannten 90-90-90 Methode grillen. Ja. Anderthalb Minuten sind um, das heißt einmal drehen. Eine schöne kleine Röstaromen drauf. Nächste Drehung, da gucken wir immer, wie die Streifen liegen und dann dreht man praktisch quer dazu und dann bekommt man nachher auf dieses schöne Schachbrettmuster. Drehung. Da sieht es langsam nach Steak aus, oder? Mal hier drüben die Schnittkanten, da werde ich noch immer ganz kurz draufstellen, dass er von da noch ein bisschen Farbe kriegt. Nicht zum Versiegeln oder so, sondern einfach nur, weil hübscher ist. Also wenn man schon mal sagen kann, da ist ja gar kein Fett dran und wenn ihr irgendwas grillen wollt, wo euer Grill sauber bei bleibt, nehmen Strauß, weil da tropft nichts runter. Erstaunlich. Ja, da liegen die Freunde oben und da lassen wir sie jetzt ziehen, bis wir eine Kerntemperatur von ungefähr 58 Grad haben. Viertelstunde hat sie gedauert, dann sind unsere Steaks fertig. Also ich würde sagen, von außen kann man die kaum noch von einem Rindersteak unterscheiden. Und jetzt werden wir mal anstellen und gucken, wie die geworden ist. Ui. Also riechen tut's geil. Dann stellen wir die mal runter, machen ein bisschen Pfeffer rüber, ein bisschen Salz dazu, beziehungsweise mein Grillpfeffer. Dann kosten wir. Sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Und jetzt hilft nur eins, kosten. Ja. Was soll ich sagen? Also, sieht schöner aus, als es schmeckt. Also ist okay, aber ich bin jetzt eher so Rindfleisch gewöhnt und vom Geschmack geht es in die Richtung, aber recht mau, ist auch nicht so richtig zart, wo man sagen muss, Mensch, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Straußensteak und einem Rindersteak, würde ich würde ich mich für Rindersteak entscheiden. Also ich hätte gehofft, dass Strauß das neue große Ding ist. Ja, ist es leider nicht. Wenn man es auf dem Grill hat, ja, ein Fehler ist es nicht, aber ist jetzt nichts, wo man ja in Begeisterungsstürme ausbricht. Ja, eigentlich ein bisschen schade. Ich finde aber auch, das gehört zum Grillen dazu. Wenn euch dieses Video trotzdem, dass es jetzt kein kulinarischer Gaumenschmaus war, gefallen hat, folgt mich mal einen Daumen nach oben. Über den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar oder natürlich über ein Abo, entweder bei Klaus Grillt. Oder bei meinem Zweitkanal einfach Klaus. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut.